Hallo. Hallo und herzlich willkommen beim Colin edge. Mein Name ist Olli und wir sprechen heute über Elvis. Und um das festzustellen, habe ich mir den Film wie immer ganz in Ruhe angeschaut, bewusst auf Bild und Ton geachtet und möchte euch jetzt sagen, ob sich diese UAD für euer Kino lohnt. Elvis! Äh, ja. Eins von vielen, vielen Biopics über den King of Rock'n'Roll. Ich hatte schon viel Positives darüber gehört. Ich war natürlich sofort dabei, weil ich gelesen habe, Tom Hanks spielt mit. Nicht als Elvis, sondern als sein Manager. Ich bin selbst nicht ganz so super gut bewandert in der Geschichte von Elvis, deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie authentisch das Ganze jetzt hier festgehalten wurde. Mir gefiel aber der Erzählstil sehr gut und fand da einige Elemente drin, die ich jetzt so bei einem Film, der in diesen 50er, 60er, 70er Jahren spielt, nicht erwartet hätte und das gefiel mir sehr gut das war sehr erfrischend also beispielsweise wenn ich das ganze mit ich habe ganz kurz vorher den neuen blond geguckt das war das war wild oder ich habe auch letztens walk the line gesehen im vergleich dazu hat das ganze dann doch im vergleich dazu ist dann das ganze doch deutlich ja frischer moderner und es tut dem ganzen auch ganz gut ich, ich mochte das ein einigdaten der Film wurde Regie geführt von Buzz Luhrmann, Er hat eine Laufzeit von 159 Minuten und ist erschienen im Jahre 2022. Tja, was gibt es noch groß dazu zu sagen? Ähm, ich habe dieses Mal wieder die, eine Doppel, ein Doppelset bekommen für Blu-Ray und UAD. Ähm, 28, 30 Euro, also das aktuell übliche. Ähm, was mich hier befreut, die Blu-Ray war dabei. Das Ganze ist ja von Warner Bros., dementsprechend da sind wir das ja noch gewohnt. Wir haben Vision und wir haben HDR. Aufgrund meiner technischen Ausstattung konnte ich hier wie immer nur HDR testen. Ich habe mir Vision aber auch nochmal angeschaut. Ähm, scheint dort dem, dem HDR aber doch relativ ähnlich zu sein. Kommen wir zum Bild. Das Bild der UHD gefühlt mir richtig, richtig gut. Ähm, wie gesagt, HDR, aber... Richtig toll. Also wir haben so helle Flächen, wir haben leuchtende Farben, wir haben eine schöne, knackige Schärfe, wir haben natives Fekat und dementsprechend auch eine sehr hohe Auflösung. Das Ganze sieht einfach richtig gut aus. Nahaufnahmen sind perfekt. Die Bühnenbilder, also was da auf der Bühne los ist, gerade auch hinter in Las Vegas mit der Bühnenshow und so weiter, ist richtig, richtig krass festgehalten und gefiel mir da wirklich gut. Also ganz toll. Die Blu-Ray macht auch schon einen sehr guten Job. Auch, ich meine, das ist das gleiche Bildmaterial, aber man merkt, dass da einfach, es wirkt nicht ganz so strahlend, nicht ganz so lebendig. Und die UAD ist da insgesamt einfach nochmal, die legt nochmal eine ordentliche Schippe drauf und packt da einfach nochmal, wie gesagt, mehr Kontraste durchs HDR, intensivere Farben durch den erweiterten Farbraum. Das Ganze leuchtet einfach nochmal viel mehr, viel strahlender und gefällt mir da wirklich gut. Der Ton, wir haben eine deutsche und eine englische Atmospur auf der Blu-Ray und auf der UAD. Dementsprechend gibt es da keine Unterschiede. Um, klang für mich auch sehr ähnlich. Also ich habe da jetzt keine Unterschiede gehört. Also spreche ich, wenn ich jetzt über den Ton spreche, ich habe wie immer auf Englisch geschaut, aber wenn ich über den Ton spreche, meine ich einfach alles richtig gut. Also richtig bombastisch. Da ist rundherum richtig viel los. Die Bässe greifen, äh, wenn die Musikstücke kommen, das macht super viel Spaß. Ähm, insgesamt, dieses ganze Treiben auf der Bühne, da ist auch immer alles toll festgehalten. Wir haben eine gute Dynamik, gute Surround-Aktivität und auch von oben kam da für mich einiges mit. Also hier wirklich toller Atmos-Ton mit ja, man taucht wirklich richtig gut ein und das, das ist ja genau das. Wir wollen eine höhere Räumlichkeit, wir wollen einfach, dass wir uns mittendrin fühlen und ich finde, das machen die Tonspuren hier richtig, richtig gut. Deswegen wirklich toller Ton. Pro und Contra. Auf der Pro-Seite haben wir natives 4K, tolle Kontraste, super Schärfe, ähm, sehr, sehr leuchtende Farben auf der UAD. Ton, deutsche und englische Atmospur, sehr intensiv, sehr räumlich, äh, sehr dynamisch auch und ja, macht genau das, was ich von so einer Atmospur erwarte. Die Musikstücke kommen klar und deutlich rüber, macht für mich da sehr, sehr, sehr viel Spaß. Tolle Konzertaufnahmen, die richtig gut rüberkommen. Bonusmaterial ist ein wenig was dabei. Es liegt alles auf der Blu-ray, das sind wir schon fast gewohnt. Aber es ist ein kurzes Making-of und ein bisschen was hinter die Kulissen. Also alles okay. Contra. Puh. Nee, ich habe kein Contra. Wirklich, wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gute Scheibe. Hat mir Spaß gemacht. Uh, Blu-ray UHD-Vergleich. Es das ist das alte Leid. Also. Ich finde, das Bild der UHD ist einfach noch mal ein Stückchen erhabener als das der Blu-Ray. Aber das der Blu-Ray ist auch schon gut. Aber wir haben einfach noch mal mehr Punch, gerade in Farben und, und äh, Auflösung. Das macht sich da schon bemerkbar. Ob es den doppelten Preis rechtfertigt, muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ne? Aber das sind die großen Unterschiede. Der Ton ist identisch für mich. Ähm, und im Bild ist es halt dieses doch schon knackige Plus- aber es ist halt wirklich nicht so, dass das Bild der Blu-Ray jetzt hier total absäuft und keinen Spaß macht. Hm. Naja, schaut mal, vielleicht kauft er die, die UAD und verkauft die Blu-Ray irgendwie weiter und dann habt ihr einen halben Preis ungefähr. Ja. Dann fehlt euch allerdings noch das Bonusmaterial. Äh, naja, wie immer. <laughs> so, dann mein Fazit. Elvis hat mir Spaß gemacht, äh, war was anderes hinten raus vielleicht ein bisschen lang für mich, aber äh, im Großen und Ganzen hat mich das aber sehr gut unterhalten, war ein spannender Einblick, hat auch einfach noch mal ganz andere Perspektiven beleuchtet, aber hat für einen nicht so ganz bewanderten Elvis-Kenner wie mich einen äh, ja, guten Rundumblick geschaffen und mich auch neugierig gemacht, sodass ich von dort aus einfach noch mal selber ein bisschen schauen konnte und recherchieren konnte, ähm, ja und für sowas ist so ein Film eigentlich für mich da. Ich brauche da nichts, ich, ich, ich weiß, dass da künstlerische Freiheit mit drin ist. Ich brauche bei sowas immer nie ein so ist es gewesen, sondern guck mal, das ist doch ganz spannend und dann schau doch einfach mal nach links und rechts, wenn dir dieser Charakter gefällt. So, und klar, es sollte jetzt nicht in der totalen Fabelwelt enden, außer es ist ein Tarantino und das ist es okay. Aber ansonsten, ähm, ja, fand ich das hier prima, hat mich gut unterhalten und äh, die UAD ist richtig, richtig gut. Die Blu-Ray, ja, auch sehr gut. Aber lässt halt das liegen, was man von einer UAD da erwartet. Finde ich da also als äh, Anwendungsbeispiel für uns eigentlich nicht schlecht. Weil es ist ein gutes Beispiel, wo so eine UAD einfach nochmal punkten kann. Und ähm, klar, wäre jetzt noch cooler, wenn es jetzt auch noch besser wäre als die Blu-Ray. Aber ich freue mich auch für die no -Blu, -Blu, blu ray war das dass... Äh, das, dass ihr die guten Tonspuren bekommt. Ja, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne gefällt mir da. Dann merke ich auch, dass es euch gefallen hat. Ansonsten lasst uns gerne schreiben, wie fandet ihr den Elvis-Film? Wie fandet ihr Tom Hanks? Ähm, fand ich, <laughs> ich sag nichts. So, äh, ja. Danke für eure Zeit heute. Habt eine schöne Woche. Ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche, Mittwoch. Bis dahin. Ciao.